Hallo, hier ist wieder euer RAP-Meister auf YouTube. Heute möchte ich euch noch einen Markierer vorstellen, nämlich die Spyder MRX. Die Spyder MRX ist eine ziemlich preisgünstige Szenario Wheel Action Paintball Markierer Version, die auch Anfänger benutzen können, da hier die Wartung und auch die Kosten für die Anschaffung relativ gering für so einen Wheel Action Markierer sind. Das Ganze sieht so aus. Ist ziemlich leicht, kann man also ziemlich gut und schnell auf dem Spielfeld mit agieren. Hat auch ebenfalls den typischen M16 Carry Handle hier und natürlich M16 Lauf. Das Ganze kann auch hier über das Rad natürlich hier links-rechts verstellt werden. An der Seite hier haben wir nochmal ein Rad, was hoch und runter ist. Und das Korn ist natürlich auch vorhanden. Ist alles im Standardpaket schon dabei. Es gibt zwei Versionen, einmal bloß die MRX einzeln oder als Elite-Set. Dann habt ihr noch zwei Magazine, also ein Ersatzmagazin und noch ein Red Dot und eine Adapterschiene dabei, dass ihr dann den Red Dot hier oben befestigen könnt, wie ich es auch schon mal bei meiner Vorstellung der T86 gezeigt habe. Natürlich kann der Anschlageschaft je nach Person verstellt werden, rastet dann auch ein, so dass das Ganze wieder sehr fest ist. In meinem Fall ist sie ein bisschen umgebaut, wieder auf Remote Line. Man kann allerdings hier auch, wie ihr mal kurz sehen könnt, ganz normale HP- oder CO2-Flaschen reinschrauben. Ist auch kein Problem, finde ich halt nicht so gut, weil das die ganzen Markierer etwas schwerer macht und dann eben auch ein bisschen von der Geschwindigkeit im Spiel abnimmt. Auch hier haben wir wieder eine Weaverschiene drauf, die 20 mm ist, kann man dann Bipods, Granatwerfer, alles Mögliche dran montieren. Man kann ebenfalls mit Hopper spielen oder mit Magazin. Das Ganze kann man durch den Lauf einstellen. Man kann den Lauf drehen, einmal auf Hopper, einmal auf Magazin. So ein Magazin für die Spyder MRX sieht so aus. Gibt dann hier eben ein Verriegelungspunkt bzw. den Schlagbolzen für das Magazin, der hier eingerastet wird. Oben einfach die Paintballs rein, hält leider nicht so gut, die Paintballs können leicht rausfallen, also sollte man die entsprechenden Westen dafür haben oder eben die entsprechenden Magazintaschen, die man dann an seinem normalen Battlepack befestigen kann, weil sonst gehen euch die ganzen Paintballs leider flöten. So ein Magazin fasst 10 Schuss. Der Nachteil ist, dass sich das nicht wie bei der RAP4T86 hier selbst entriegelt, sondern man muss den Hebel, den man unten einrasten lässt, umlegen, damit das Ganze hochgeht. Man sollte nach einem Spiel auch nicht vergessen, das Magazin wieder zu entladen, weil hier eine Feder drin ist, die sonst an Spannung verliert und dann eben keine Paintballs mehr in den Lauf drückt. Das Ganze geht am Anfang noch ein bisschen stramm, desto öfters ihr so ein Magazin mal rein und raus getan habt, desto leichter geht es wie bei mir. Der Spannhebel befindet sich wie bei den meisten M16 Gewehren an der Seite, kann einfach gespannt werden. Auch gibt es hier natürlich an diesem silbernen Button hier, das ist Safe and Fire, durchgedrückt ist es Fire. Man sieht dann auch an der Seite, was man leider an der Kamera nicht so gut sieht, einen roten Ring. Wenn der rote Ring verschwindet, ist das Ganze gesichert. Auseinandernehmen zeige ich euch jetzt nicht, weil man, wenn man die Spyder auseinandernimmt, doch relativ lange braucht und die Länge eines YouTube-Videos begrenzt ist. Das, was noch eine kleine Besonderheit ist, ist hinten Kimme und Korn. Man hat einmal für nahe Ziele, man kann es dann auch ganz schnell umlegen und hat ein Kimme dann für kleinere Ziele. Den Hopperadapter könnte man auch abmontieren, wenn man möchte, und dann eben durch so eine Backplatte hier ersetzen. Dann sieht das Ganze eben realistischer aus wenn kein Hopperanschluss dran ist. Ein kleiner Nachteil ist, was ich ja schon mal in meinem Tutorial gezeigt habe, Real-Action-Markierer mit Hopper spielen, ist natürlich, wenn man jetzt den Hopper so drauf hat und man möchte noch einen Red Dot drauf machen, dann passt das Ganze nicht mehr, da der Hopper blockiert. Allerdings kann man so durch Kimme und Korn ganz gut zielen, sind keine Probleme. Die Waffe besteht zum größten Teil aus Plastik, eigentlich ist nur der Laufmetall und der Grundkörper, Magazin, Anschlageschaft, Halter, ebenso die Weaverschiene unten ist leider alles Plastik, ebenso der Hopperadapter ist auch alles Plastik, kann man allerdings für den Preis, was die Spyder MRX kostet, nichts sagen, kriegt man so ab 220 €. Für Anfänger eigentlich sehr gut, die in das Real Action Paintball einsteigen, da sie hier erstmal beide Möglichkeiten haben von der Paintball-Zufuhr, Hopper oder Magazin und das Ganze sich sehr schnell umstellen lässt. Liegt eigentlich auch gut in der Hand. Das, was man auch noch machen kann, was leider nicht enthalten ist im Basispaket, sind hier so einen Metallring reinzumachen. Am Anschlag geschafft habt ihr bereits so einen Metallring, den ihr sogar auf jede beliebige Seite einstellen könnt. Wenn ihr hinten die Schraube etwas löst, dann könnt ihr euch dort einen Tragegurt montieren. So sieht also die Spyder MRX aus. Ist eine sehr nette Einstiegswaffe, kann man nichts sagen. Es gibt sogar noch einen Lauf zum Austauschen, den Sniperlauf, der dann 18 Inch ist. Leider nicht ganz so zielgenau. Die Läufe sind leider hier auch nicht geriffelt oder gezogen und sind auch ziemlich schwer zum Wechseln. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das alles sehr stramm. Allerdings das Drehen des Laufs funktioniert sehr schnell und ist also für Einsteiger sehr gut geeignet. Das, was man hier leider auch nicht hat, ist, dass man hier keine Schalldämpfer oder anderes auf den Lauf montieren kann oder austauschen kann, da es hier nur den Muscle Break gibt, der bereits direkt in den Lauf eingearbeitet ist, geht leider hier dann nicht, dass man sich die Waffe noch ein bisschen verschönert oder eben leiser macht. Allerdings ist die Waffe schon mal von Haus aus nicht ganz so laut. Das, was auch noch ein kleiner Nachteil ist, um das Magazin zu wechseln, gibt es hier diesen kleinen Knopf, den man drücken muss, entsichert dann das Magazin. Und man kann das Ganze rausziehen, allerdings geht das ganz schön stramm. Ist für Anfänger auch ein kleiner Nachteil, wenn sie dann mal wirklich bei größeren Real-Action-Spielen teilnehmen wollen. Aber für den Einstieg, denke ich, passt das Ganze vom Preis her. Man kann übrigens auch die obere komplette Weaverschiene abnehmen, damit man hier komplett an den Body rankommt, um den zu reinigen oder nach Verschleiß Ohrringe einfetten, austauschen, je nachdem. Man kann auch hinten den Griff entfernen, empfehle ich allerdings nicht, da es keinen Adapter gibt, den man reinschrauben könnte und euch dann die ganze Luft eigentlich, die benutzt werden soll, um den Paintball zu verschießen, hinten rausgeht. Allerdings, wie gesagt, man kann die Waffe sehr leicht zerlegen, wenn man es zwei-, dreimal gemacht hat und dann komplett reinigen. Wer noch einen kleinen Tipp haben möchte zur Spyder MRX, wer sich das Ganze zulegen möchte und mit Magazin spielen möchte, so Magazine kosten ca. 30 €. Wer sich jetzt nicht extra Magazintaschen kaufen kann, diese Magazine sind schön klein und handlich und passen in normale Battle Packs, wo normalerweise Pots reinpassen. Da könnt ihr in einem Potfach dann zwei Magazine einführen, ist ganz nett für den Anfang. Kann ein Anfänger, glaube ich, erstmal mit diesem Markierer sehr gut zurechtkommen. Ich hoffe, dass euch auch diese RAM-Vorstellung gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, macht Bewertungen. Je nachdem, wie ihr meinen Kanal findet, lasse ich euch freie Hand und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Video wieder.